Am Morgen des 11. März lag ein besonders starker Fischgeruch in der Luft am alten Hafen der Hansestadt Wismar. Von diesem angelockt ersehnten etwa 200 Menschen den langsam einfahrenden Kutter Wiss 15 herbei. Darauf befand sich Anne Wert mit ihrer Crew und die frisch gefangene Ware, nämlich Heringsatt. Anne Wert organisierte zusammen mit dem Hanseatischen Köcheclub Wismarbucht e.V. die 20. Wismarer Heringstage. Das ist also eine richtig schöne, lange Tradition. Es war für uns sehr, sehr traurig, diese 3 Jahre, die Umzug nicht machen zu dürfen, nicht auf dem Markt feiern zu dürfen, den Hering nicht feiern zu dürfen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder ein schönes Programm machen können. Dann wurde der Hering auf hölzerne Karren geladen. Im Anschluss setzte sich der Tross in Bewegung. Allen voran Wismars Bürgermeister Thomas Bayer. Mit heiteren Klängen des Blasorchesters Dorf Mecklenburg bewegte sich der Umzug zum Marktplatz. Für den Bürgermeister ist die Würdigung des Herings eine wichtige Tradition. Es waren ja nicht alles hanseatische Kaufleute und insofern hatte das hier gerade in den Jahrhunderten zuvor wirklich eine sehr große Bedeutung. Das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so, weil es auch viele Alternativen gibt und weil auch der Wohlstand gewachsen ist. Aber diese Tradition und die Tradition auch der Fischer, die gibt es nach wie vor in Wismar und die ist nach wie vor lebendig bei allen Problemen, die die Fischer haben und auch damit, darauf wird hier aufmerksam gemacht. Am Marktplatz angekommen, eröffnete Anne Wert zusammen mit dem Bürgermeister die 20. Wismarer Heringstage offiziell. Daraufhin probierten sie als Erste den Hering. Für Thomas Bayer hat der Beruf des Fischers neben aktuellen Problemen wie beispielsweise den Fangquoten auch Potenziale. So wurde erst vor wenigen Tagen die sanierte Fischgaststätte der Fischereigenossenschaft der Öffentlichkeit übergeben. Ich weiß, dass die auch sehr daran arbeiten, dass das Fischhandwerk, wenn ich das so sagen kann, dass das auch überlebt. Vielleicht auch ergänzt dadurch, dass die Fischer auch eine zusätzliche Aufgabe bekommen. So wie der Förster für den Wald zuständig ist, für die Waldpflege, so kann der Fischer auch so etwas Ähnliches wie ein Förster des Meeres sein. Ich finde diese Idee großartig und also ich merke schon, dass da ein starker Überlebenswille auch da ist und das ist gut so. Und ich glaube, das hat auch eine Chance. Auf dem Marktplatz drängelten sich inzwischen hunderte Menschen. Die Begeisterung war groß, den ersten Hering der Saison verkosten zu können. Restaurantbesitzer Eckhard Mixdorf verkaufte an seinem Stand gebratenen Hering. Für ihn war die Organisation des Festes und die Zusammenarbeit mit der Hansestadt sehr positiv. Die Hansestadt Wismar hat uns heute sehr gut unterstützt. Herr Bayer ist wieder da, hat das eröffnet zusammen, hat mit uns zusammen auch das Fest vorbereitet. Und da klar sitzen wir mit unseren Betrieben dahinter und möchten das gerne für die Hansestadt Wismar wieder beleben. Und es findet sich alles zusammen mit der Stadt und die gibt sich eigentlich Mühe, dass wir zusammen das erstmal umsetzen können. Und ich glaube, wir sehen heute, dass die Leute das sofort angenommen haben. Abgerundet wurde der Festtag durch den Gesang des Shantychors Blänke. Bis zum 26. März 2023 haben teilnehmende Restaurants spezielle Heringsgerichte für ihre Gäste auf der Speisekarte.